will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay, dann nimm die Wünschelrute. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ja irgendwo jetzt selber Wasser finden wahrscheinlich, ne? Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Ja, aber wo benutze ich die? Ich habe so viel Kram hier drin und ich habe keinen blassen Schimmer, was wofür ist. Warte mal, kann ich das Schwarzpulver in das Glas tun? Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen mehr, seit Wenzel sie kaputt gemacht hat. Was hatte er auch in der Wurfbahn verloren? Muss ich das hier schon mal alles zusammenmischen? Das muss nicht umgefüllt werden. Okay. Warte mal, wo ist mein Rezept? Ich brauche klares Wasser und dann brauche ich das energetische Wasser. Wo soll ich denn jetzt klares Wasser suchen? Meine Güte. Und wo kriege ich das Scheiß? Oh, Herr, ich gehe nochmal in den Laden rein, ob ich da irgendwas finde, was ich ihr wegnehmen kann, um sie zu betäuben. Ja, ich bin wieder da. Was mache ich mit der Mühle? Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Offensichtlich. Aber was kommt da rein? Oh, die Chilischote vielleicht? In die Mühle? Eine ganze Chilischote. Muss ich das zermahlen? Ah ja. Das schwarze Pulver und besonders aufputschend muss alles zusammen zum Kaffeepulver gemacht werden. Aufputschmittel. Aufputschmittel. Ja, und das Schwarzpulver. Eine Prise Schwarzpulver. Dann macht's gleich Boom. Jetzt drehen wir an der Kurbel. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Gut. Damit hätten wir das schon mal. Und das kommt ins Glas. Alter, manchmal. Mit Liebe gemahlen. Mit Liebe gemahlen. Kommt es nicht ins Glas. Okay. Kommt das ins Glas? Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Bing. Gut. Kommt das jetzt da rein? Eine energiereiche Flüssigkeit. Nee. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, aber was mache ich damit? Also ich würde mal sagen, bis hierhin wäre ja noch relativ gut durchgekommen. Aber jetzt stehe ich ganz schön auf dem Schlauch. Ich gehe nochmal in die Gasse.
Ja, gehen. Ich muss Wasser finden. Ich habe keine Ahnung wo. Ich muss dieses scheiß Auto noch aufkriegen und einen Blasrohr finden. Kann auch sein, dass ich ihn noch loswerden muss. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert das? Oh, das ja, das wir weiß ich. Mal an, Leute. Ich gebe dann. Und dann kommt der Sp. Ah, wusste ich. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja. Bis bald. Ofo. Genau. Ja. Die kann ich auch nicht mehr verschieben, okay. Das ist also auch abgeschlossen, das Rätsel. Bin mir ja fast sicher. Noch kein Auto gesehen. Jetzt kann ich dir gleich zeigen. Wo das Auto ist, weiß ich. So, hier gibt es ja nicht mehr so viel. Ich bin mir ja fast sicher, dass ich mir hier aus dem Gitter. Ja, da kann ich auch nichts rausschneiden. Ich habe ja so ziemlich alles abgegrast, was da ist. Ich weiß auch nicht mit dem Feuerlöscher. Kann ich den anbohren? Gib mir doch mal die Bohrmaschine. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, okay. Gibt's halt auch nichts weiter. Ich weiß noch nicht, was der Baum. Ja, rutsch mal noch mal runter. Geht er da nicht rein, obwohl es offen ist? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, schon mal jetzt runter. Ach so, wahrscheinlich weil der Boden noch nicht ganz auf ist. So, hier ist das Auto. Kann ich mit dem Schwamm die Windschutzscheibe sauber machen, um was zu lesen? Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Oh. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Warum kriege ich mit dem Dietrich auf das Auto nicht auf? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal da ist das überhaupt? Kann ich es aufbohren? Gib mir die Bohrmaschine. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösser. Verdammt! Mit dem. Nee. Mir gehen die Ideen aus. Ich muss noch in das Auto. Kann
Kann ich die Bude von Wenzel nochmal fluten? Habe ich was davon? Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Okay. Dorfzentrum, Tonis Laden. Ich gehe nochmal in Tonis Hütte. Das meiste habe ich jetzt ja schon abgeklappert. Ich wüsste nicht, wo ich noch was finde. Muh, muh. Wieso muht eigentlich hier andauernd eine Kuh, Alter? Oh, geh doch mal schneller, Rufus. Bitte. Muh. Hier noch irgendwas. Außer der blöden Klingel. Die Klingel bringt mich ja nicht weiter. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Top. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ah, warte mal. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Damit kann ich jetzt die Autoscheibe sauber machen. Naja, hier gibt's halt nichts weiter. Okay. Mit dem Schwamm Autoscheibe sauber machen. Und dann mal gucken, ob ich damit weiterkomme. Oh, den ganzen Weg zurücklatschen. Einmal zum Stadttor, bitte. Kann man das nicht beschleunigen, ey? Ich hatte das auf jeden Fall nicht mehr so kompliziert und schwer in Erinnerung. So, Schwamm. Gib ihn her. Ja, die Schuhe kann man wirklich besohlen beim Gehen, das ist stimmt wohl. Muss das wirklich sein? Ja, bitte. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzikuh. Dämlicher Name. Und was soll mir das jetzt bitte sagen? Warte mal. Nein, der Weg ist kürzer. Glaube ich. Schnutzibu. Das kann ja theoretisch eigentlich nur... Wie heißt er? Lotti sein. Hat Lotti was mit dem Auto zu tun? Mal fragen. Hallo Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja doch. Ich habe dich doch auch schon. Ich verschwinde. Lass dich nicht auf. Okay, anscheinend nicht. Gucken wir beim Bürgermeister an. Es muss doch irgendwas, muss es doch noch geben. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Oh. Moment. Wünschelrute auf Wasserzeichen. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche.
Danke für den Schlüssel. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Nichts, du Idiot, den brauchen wir. Da steht das Wasser drin. Das ist unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Mhm. An seinen Schnapsschrank. Schnaps. Alter, wem gebe ich denn jetzt den Schnaps? Wem gebe ich jetzt den Schnaps? Schnaps brauche ich nicht, ne? Boah. Boah, ey. Ich glaube, ich weiß, wer den Schnaps kriegt. Kann ich mir zumindest halbwegs vorstellen. Ich glaube er. Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Ja, okay. Gib. Alter. Okay. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Also Fakt ist, ich weiß, ich muss ihn ja noch irgendwie loswerden. Wegen irgendwas wird der hier noch abhauen. Ich geh mal in die Kneipe. Deckel, okay. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Welches? Da rein? Das Pulver habe ich schon mal. Okay. Ich raff's trotzdem nicht, ne? Lonzo muss sehr lange auf diesen Hiss. Hätte er nicht mal. Die Tasse ist noch leer mit Betonung auf. Ja, okay. Da muss dann auf jeden Fall das Wasserzeugs alles rein. Wer zum Kuckuck kriegt den Schnaps? Vielleicht unser Bürgermeister. Ich versuch's einfach mal. Oder Wenzel. So viele Möglichkeiten gibt's ja jetzt nicht mehr. Ich versuch's mal mit Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommen? Nein. Muss ich erstmal einmal ganz rumlaufen. Den Schnaps geben? Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert.
Nee. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay, ich bekleide ja kein Amt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Es gibt hier auch sonst nichts. Ich weiß nicht, was mit seiner scheiß Tasche ist. Habe ich noch irgendein Messer, irgendwas zum... Nee. Was ist mit seiner scheiß Tasche? Hier kann ich auch nichts mehr groß machen. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich ihm das geben? Ach, witzig. Ich hab genau... Es ist ja nicht... Die Teile findet man doch... Ja, klar. Natürlich findet man die überall. Alter, ich stehe so auf dem Schlauch gerade. Und hab keine Ahnung, was ich jetzt noch machen muss irgendwie. Mir fällt auch gerade einfach gar nichts ein, was man hier noch machen kann, ne? Die Luftballons sind überflüssig. Wie kriege ich den Hanek weg? Irgendwas ist mit dem auf jeden Fall noch, dass ich den auch wegkriege. Definitiv. Irgendwas war da. Boah. Schwierig, 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 ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Er hat Hunger. Was kann ich ihm denn zu essen geben? Ich schätze mal, wenn ich den fütter, dann wird er abhauen. Und dann könnte auch sein, dass Hanek abhaut. Aber, ja. Ich brauche das scheiß Blasrohr. Ansonsten komme ich, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Aber woher kriege ich das Blasrohr? Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Baum bohren? Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Okay.
Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Keine Ahnung. Müsste tatsächlich einfach alles nochmal irgendwie absuchen. Mit dieser Windschildroute, um das scheiß Wasser zu finden. Und dann habe ich immer noch kein Rohr. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich da reinkomme. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Ich glaube, ich weiß, wo ich das Wasser herkriege. Wahrscheinlich aus dem Haus. Aber ich laufe jetzt mal alles strategisch. Also das Ding ist leer. Das ist auch unwichtig geworden. Die Notrufsäule, keine Ahnung. Wenzels Haus, er will mit dem Wasser nichts zu tun haben in dem Haus. Ich gehe nochmal in die Hütte. Zwei Dinge, die mir fehlen. Das Wasser und ein scheiß Rohr, um diesen Pfeil abzuschießen. Ich habe am besten will noch keine Ahnung, wo ich das Rohr hernehme. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich mir das aus den Gitterstäben sägen kann. Von der Polizeistation. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Die Anzeige zittert ein wenig. Tuvaks Trinkwasservorrat geht scheinbar nur knapp als Wasser durch. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ich sorge dafür, dass immer genug Platz da ist. Nur weil Toni nicht aus dem Dachboden raubt? Oh, ist das schwierig. Nicht nötig. Die ist bereits verstopft. Immer auf. Jetzt kommt's. Nee. Die Anzeige zittert ein wenig. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, hier ist komplett durch hier hinten. Hier gibt es nichts mehr. Nochmal rumgehen. Ach, meine alten Flucht, einige davon waren. Es läuft doch immer nur. Okay. Oh, da liegt der Seitenschneider. Es läuft doch immer. Nee. Auf. Also hier in der Hütte gibt's nichts. Alter.